Ja, was tue ich denn gerade? Stress. Ampeln anhupen. Der Schweizer. Bitte fahren Sie bis in die Mitte des Bahnhofs. Ach, ganz Quatsch, da wo die Leute stehen, hältst du. Ich halt einfach gar nicht ein, lass dich nicht einsteigen, die kleinen Pissnöcken. So, jetzt kümmere ich mich um Felix. Was sind das für Hupen? Keine Ahnung. Conny, bleib stehen! Du verpisst die Leute! Ja, das war ganz schön voll bei dir schon. Sie hat mir schon wieder den Ton vom iPhone. Das ist ja. Jetzt würde das vielleicht auf lautlos schalten. Ja, jetzt könnt ihr einsteigen. Steigt ihr ein Pisser. Die Türen gehen ja gar nicht auf. Felix müsste ein grünes Signal haben. Nö. Hä? Doch, grün! Doch. Entschuldigung, meiner. Der will losfahren, ich fahr jetzt einfach mal los. Du musst aber in die andere Richtung fahren, ne, Conny? Jetzt wieder in die andere Richtung. Da ist aber jetzt momentan gesperrt, weil ich jetzt erstmal rausfahre. Kann er zumindest schon mal die Bremsen auslösen. Du fährst ihn dann einfach auf das Gleis, wo Conny stand. Kann ich gerne machen, ich muss ihn halt nur wegfahren, er stört. Oder nee, bei uns kommt gerade der Güterauftrag an. Die parken die einfach bei den anderen Güterwagen. Ein Zug wird beide dann gemeinsam abholen. Welche anderen Güterwagen? Oder der wird's nicht fahren. Du sagst mir das schon, wo die hin sollen. Ja. Der wird's fahren. Der wird fahren? Ja. Nein. Was? Nee, warte. Ich fahr doch auf Cornys Gleis drauf. Ja, Corny stehen bleiben bitte. Blackpeace setzt eben um. Die haben ein bisschen Wartezeit. Sie haben Pause, sie können noch mal pinkeln gehen. Sich noch Prostituierte holen. Soll ich eine pinkeln oder was? Wo soll ich da pinkeln? Steigen Sie aus und gehen Sie in den Bahnhof. Nee, das ist mir zu dreckig, du gehst nicht. Oder die Onboard-Toilette einfach benutzen. Ah, ja. Da, ich schiefe einfach da in das Pinkel aus dem Fenster. Während der Fahrt mit 120. Aber hat man früher gemacht, da hat man sich aus der Güterzug-E-Lok hat man sich in die Tür gestellt, hat sich mit einer Hand festgehalten und dann während der Fahrt so rausgepinkelt. Ja, was willst du denn auch sonst machen, ganz ehrlich? 99. Oder man ist im Wald stehen geblieben und hat sich dann an den Waldrand gestellt. Wir nehmen übrigens durch auf, ne? Das heißt, wir machen keine Abmoderation, sondern wir nehmen einfach weiter auf. Immer weiter ja, und schneiden dann. Das werden mehrere Parts, aber ohne Moderation. Die Moderation ist doch relativ egal, oder? Ja. Ja, ich finde es mittlerweile einfacher. RTL schafft's auch ohne Moderation. Bist du fertig? Ich hab's gedownloadet. Ja, so dann kannst du vielleicht sogar noch joinen. Ja, so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Darf ich jetzt mal fahren? Nein, guck mal, was gerade passiert vor dir, Corny. Erik, du musst sagen, bis wo ich vorziehen darf, ne? Anhalten, bitte. Ich bleib hier stehen. Ich meine, ich hab jetzt schon die Leiter draußen angepisst. Ich glaube, die sind jetzt schon angepisst. Dahin. Und dann muss ich mal kurz gucken, auf welches Gleis du musst. Was ist überhaupt der nächste Halt von meinem Zug? Grüten. Nächster Halt, Feld 1. Ja, so, und jetzt bitte zurücksetzen. Nächster Halt, nächster Stop ist Bahnsteig 1. Hier irgendwo, im Nirgendwo. Bitte halten Sie sich an den Haltegriffen fest, während wir leicht eine Notbremsung einlegen müssen. Aufgrund von aktuellen Turbulenzen im Cockpit. In meinem Cockpit. Das nennt man auch Sex. Ja, Cockpit. Cock. Der Typ hat Cock gesagt. Oh Gott, jetzt fahre ich auch noch aus dem Führerstand rückwärts. Das ist nicht angenehm zu gucken. Kannst du bitte dich beeilen? Die Deutsche Bahn hat jetzt schon eine Verspätung von 5 Minuten. Das ist gar nicht Deutsche Bahn, Pfosten. Ich hab mir verlesen, 5 Stunden, Entschuldigung. Bis wohin wollen wir eigentlich kommen? Wir fahren jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Gegend. Wir müssen erstmal deinen Zug fertigstellen. Conny muss erstmal auf Tour gehen. Conny on Tour. Präsentiert von Frankenmarkter Mineralwasser GmbH. Was? Nix. Was? Nix. Da lacht die Karotte. Die Werbung kriege ich bezahlt. Jetzt müssen wir schreiben. Der 42 ist weg. Passt. Ey, ich muss erstmal die Gleise stellen, sonst. Erik, ich fahre die auf den anderen auf, ne? Ja.
Er macht mir Angst. Was machst du da? Du machst mir Angst. Corny, Sie haben Ausfahrt. Die nächsten Halter dieses Zuges sind Pimmeldorf, Arschhausen und Bad Petting. Ich würde jetzt Bad Kinzau sagen, aber... Bad Kinzau? Ja, die Omsi-Map, ja, die ist mir zu gut. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich ein bisschen vorsichtiger hier auf den anderen Zug auffahre. Und es entlässt. Ladies and Gentlemen, you are traveling with Deutsche Bahn. Our next stop... Deutsche Bahn. Our next stop is... Oh Gott, scheiße, ich hab das falsche Fenster geklickt. Ist Wissertausen. Please exit on the left or the right side. I don't know. Stehen irgendwo. Ich starte mal gerade die Aufnahme neu. 3, 2, 1. So, alles wieder online. Ja, es ist gerade, ich bin aus dem Fenster rausgeklickt und jetzt weiß ich nicht, ob er weiter aufgenommen hat. Hallöchen und willkommen zurück hier auch im Felix-Aufnahmebereich. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Einfach noch Deutsche Bahn. Die einfach noch ein Stück ÖBB weiter sagen. Zurückfahren. Danke, Felix. Dass Sie sich für die ÖBB entschieden haben. Bin schon vorsichtig. Thank you with traveling, ja. With traveling. Sieht gut aus. With traveling with ÖBB. Überprüfen wir es doch mal. Ja, ist gekuppelt. Wie ist die nächste Bahnhofnummer? Leitstand. So, dann fahre ich jetzt erstmal vorwärts und du stellst mir die Weichen. Naja, super. Der nächste Bahnhof, so, du musst jetzt mit der Lok erstmal vorziehen und dann kann ich dir die Wagen an den anderen hinten ranhängen. Leitstand! Was? Wie heißt denn der nächste Bahnhof von mir nochmal? Muss ich suchen? Pimmelhausen. Stimmt. Das ist kein Bahnhof. Nächster halt, nächst. Okay, kannst du mir das jetzt endlich sagen? Ja. Taglas. Nee, Teglas. Nächster halt, next stop, Teglas. Ausstieg ist auf der rechten Seite. Mal alles reinladen. Bitte beachten Sie den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Komm, Erik, fahr los. Alter, der will nicht fahren. Deine Mutter will nicht fahren. So, das umstellen. Wo fährst du? Wo schieben wir dich denn erstmal hin? Das ist der Bahnhof. Stellen wir dich hier erstmal rein. Ja, wenn man eine Bremse drin hat, ist es auch schwer zu fahren. Jetzt bin ich so gebremst worden, beschiss. Bitte ziehen Sie bis kurz vor dem Bahnübergang vor. Bis kurz vor den Bahnübergang? Ja. Bis dahin ist auch soweit alles geschaltet. Abfahrt! Eine Limit ist 120. Vorwärts, kann das sein? Muss ich mal gucken, ob sich da was machen lässt. Was haben wir denn für ein Problem? Ah! Next Signal is green. Tattoo nu, nix. Odometer. Odometer, was ist ein Odometer? Da wird, glaube ich, der Luftdruck mitgemessen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr mir das etwas richtig gestört? So, Erik, wird sie offen sein oder nicht? Lass es lieber. Daueroffen. Aber wir haben da noch eine zweite Lok da hinten stehen. Hey! Ach Gott, die bremst ja echt. Die bremst ja wie Wahnsinn. Befehlkorrigierung, bitte ziehen Sie bis kurz hinter das Gebäude vor. Kurz hinter das Gebäude vor. Kann man da vielleicht ein wenig stärker bremsen irgendwie? Oder bremst du wie immer geflogen? Komm, bremse wenn halt schneller, bitte. Okay, halt! Halt! Ich halte an. Willkommen! So, einmal dies ist zurück. Bahnhof Teglas. Sie befinden sich auf Bahnsteig 2. Ihre nächsten Anschlusszüge sind Güterzug Richtung Teglas über Gleis 2. Zurückziehen und Erik, Content Erik ankoppeln. Dieses Zuges. Erik mit C. Informationen zu den Raucherbereichen finden Sie im Deutsche Bahnnetz. Soll ich so schnell fahren? Soll ich du musst ankuppeln? Das ist dein Problem. So. Ich hab übrigens da hinten sind die Leute und ich hab da gehalten. Perfekt, oder?
Das ist Service. Oh, der Zug ist abfahrtbereit. Darf ich abfahren? Ja, da hinten bin ich nicht mehr für zuständig. Ja, dann muss ich mir selbst halt Ellbogentechnik. Da. Autosave Türen schließen automatisch. Bitte halten Sie nicht Abstand zu den Schließern. Ja, schon mal. Felix, du könntest dir ja schon mal den anderen, die anderen Wagen nehmen und mir die hinten dran schieben. Ja, ich brauche dafür aber eine Leitstelle. Ach so, ja. Na dann. So, jetzt muss ich mal gerade was gucken hier. Camera Behavior, Rotation, Panning. Was ist der nächste heute? Interessiert mich nicht, guck selber nach. Zwei drücken und dann so weit wie möglich rauszoomen und dann siehst du eine über. Zwei so möglich rauszoomen, ja, gut. So. Ich nenne einfach irgendwie, keine Ahnung. Boah, ganz vorsichtig, gut. Erik. Die Dinger waren teuer. Ja. Erik? Hallo. Ja, wir sind gerade mitten in einer Aufnahme. Ich bitte Sie, den Teamspeak sofort zu verlassen. Dankeschön. Wer ist denn das überhaupt? Keine Ahnung, ist doch egal. Ich muss dringend mal einstellen, dass die Leute dem Raum nicht... Wer ist denn das? Ich weiß ja nicht. ...joinen. Erik? Ja? Du musst mich leiten. Also ja, ich schreibe gerade mal kurz zurück, das ist jemand, den ich kenne, aber in der Aufnahme scheiße ich auf meine Bekanntschaften. Pass auf, Erik. Jetzt wird's ein wenig kompliziert, wie ich mir das vorstelle. Ja? Pass auf, ich koppel jetzt den leerstehenden Personenzug von hinten an und schiebe ihn von hinten auf deinen momentanen Wagen drauf. Ja? Fuck! Dann kuppel mal ab. Das musst du jetzt... Hab ich schon. Das ist schon. Bitte vorfahren. Bam, 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 bam. Nächster Halt, next stop, Urachuvinichinotska. Ah, ist gut, dass der Conny weg ist. Nee. Habt ihr jetzt aus dem Teamspeak fahren geschossen? Fahren Sie mit Vollpower. Habt ihr jetzt aus dem Teamspeak geschossen? Nein, wenn die scheiß Bremse mal rausgeht, gerne. Ihr Pisser, habt ihr jetzt aus dem Teamspeak geschossen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Nein, haben wir nicht. Ja, dann ist ja alles perfekt. Kann ich nicht mehr helfen. Ah, ich weiß warum. Ha! Siehst du mal. Was denn? Rückwärtsgang war noch drin. So. Ich würde mal sagen, wenn wir das angekuppelt haben, fährt Erik noch raus und dann müssen wir auch schon aufhören. Oder ihr zwei könnt noch weiterfahren, weil ich muss dann weg. Aber ich denke mal, wir haben in dieser Folge dann schon viel geschafft und ich wollte es auch eigentlich nur so als Test ausprobieren. Wisst ihr, wie ich meine? So mal ja. Zum Testen. Ja, zum Testen. Einfach nur zum Testen. Zum Testen. Einfach wissen, immer testen. So. Ja, übrigens, der nächste heute ist Ügrutsch. Irgendwas, keine Ahnung. Ausstieg ist wahrscheinlich ein bisschen schnell, kann das sein? Ah, Signal ist ja grün, dann passt das, ja. Bis zum nächsten Bahnhof vor einem. Mei, der updatet irgendeine Scheiße. Ja. Ja, das dauert Ewigkeiten. Das ist normal. Nee, du kommst heute nicht mehr drauf. Oh. So, und jetzt bitte zurücksetzen, bitte. Zurücksetzen. Zeit zu deppern. Obwohl, warte mal. Au. Da musst du den Befehl zurücknehmen, mein Freund. Befehl zurückgenommen. Befehl austeilen. Darf ich die Schicht beenden und aussteigen? Befehl verweigert. Zurücksetzen, bitte. Ach, jetzt muss ich mich erstmal wieder aufwendig umdrehen. Ich bin jetzt der Peace-Bahnhof da. So, wo leitest du mich denn jetzt hin? Ah, okay. Du machst das schon. Der Bahnhof ist da herum und ich bremse schon. Na, Mahlzeit. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Ich fahr über 40. Ha! Limit 120. Darf ich schon 120 fahren? Wenn du es schaffst, ja. Der will? Dürfen Rangierloks überhaupt so schnell fahren? Ja, im Rang. Wenn sie rangieren, dürfen nicht, die Deutschen nur ja 80. Nicht. Ich bin jetzt über 82. Die kann auch nicht mehr als 82. Oh, ich gehe jetzt nur wieder in die Bremse.